So viel Glück wirst du niemals haben. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Terraria. Mein Name ist... ich bin voll irgendwie bespritzt. Sunil P auf jeden Fall und du bist das. Wer bist du denn? Ja, die Shana ist auch dabei. Ja. Und mein Schweinchen ist auch dabei. Ich habe auch ein Schwein. So, wir gucken mal, was wir auf der Bank haben. Mal gucken, immerhin haben wir schon ein bisschen Geld da drin. Wie viel denn? Ich habe da 35 Gold. Ich habe 30 Gold. Läuft bei uns. So, ich würde sagen, als allererstes, weil wir jetzt das Haus endlich so weit fertig haben, dass man sogar schon Sachen einsortieren kann, gucken wir uns das Haus mal einfach an. Fangen wir erstmal mit den Dorfbewohnern hier oben an. Ja, mach Dorfbewohner. Das. Hört sich seltsam an. Ich seil mich mal eben kurz von euch ab. Genau, seil du dir einen ab. Wichtiger ist jetzt nicht, dass du mir sagst, was du da gerade auf dem Klo machst, sondern hier ist der Maxwell, den kennen wir ja. Den Typ, den brauchen wir gleich noch. Kann ich ja schon mal holen. Denn wir wollen ja auch gleich noch die aus der letzten Folge gesammelten Meteoritenstücke dann umsetzen. Dann kann ich gleich den Maxwell einfach mal anreden. So, wir haben extra auch benannt. Erze und Barren. So, Zombies kommen hier. Das ist nicht cool. Aber dafür geht hier unsere Heiltussi voll ab. So, mal gucken. Was kann man denn aus Meteoriten alles so bauen? Barren. Ah, hätte ich sofort sagen können. Müssen wir gleich mal gucken. Hier ist dieser komische Typ. Howard. Was verkauft der denn Schönes? Oh, der verkauft sogar Leuchtpimmel. Und eine Sichel. Hm. Okay, wenn er das möchte. Die Perle. Also so wie es aussieht, kann man sogar jetzt hier Blinkroot Planterbox, also sowas wie so eine Hinpflanzbox kaufen für verschiedene Dinge. So wie Todeskraut und Tagesblumen, Saat. Ist ja auch ganz cool. Hier ist unser Gunner. Oh, der verkauft schon die illegalen Gunparts. Da kann man sogar schon eine richtig megamäßige Waffe mitbauen. Wollen wir noch nicht, wollen wir noch nicht. Was ist das denn? Wie wollen wir noch nicht? Ich will! Ich weiß gar nicht, was der möchte. Das ist öfters so bei denen. Ne, ja, dieser Hiram hier. Wer ist der das? Jesus. Ich weiß nicht, warte, der hat. Das ist der Farbenhändler. Auf jeden Fall hat der eine Fee, hat da so ein Ding, da steht Strange Plants. Und wenn man da drauf drückt, steht da. Dass der irgendwelche ganz seltsamen Pflanzen haben möchte anscheinend. Muss ich mal irgendwann gucken. Oh, Heilerin hier. Na gut, die halten wir, ist klar. Hier der Grenadier oder wie der Typ heißt, der hat alles, was man braucht, um alles in die Luft zu jagen. Hier können wir uns Tapeten kaufen. Ey, hat er jetzt mehr Tapeten als letzte Nacht? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat er ein riesen Angebot. Und der Angler. Was will der Angler denn? Der möchte jetzt, dass wir einen Dirtfisch finden. Das ist cool. Also, ich habe schon vieles gehört, aber kein Dirtfisch. Doch, der ist voll modern heutzutage. Den kann man überall kriegen. Oberhalb, unterhalb und in Höhlen. Das könnten wir gleich mal machen, aber wir haben jetzt erstmal das geguckt. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier sogar schon angefangen, Häuser bereitzustellen für weitere NPCs, die noch kommen werden. Das werdet ihr dann im Laufe der ganzen Serie noch sehen. Hier sind auch noch ein paar freie Buden. Falls ihr einziehen wollt, sagt Bescheid. Wir vermieten die auch. Wir haben hier ein paar Banner hingehangen. Wobei wir die noch woanders hinhängen müssen irgendwann. Denn man kann leider nicht hier mittendrin reinhängen, sondern nur oberhalb. Wahrscheinlich hängen wir die dann irgendwie unten einmal komplett dran lang. Trophäen, Zimmer. Shana hatte voll Bock, ihre Tiere hier hinzustellen. Das heißt, wir haben ja auch Tiere drin. Die sind voll hübsch, ja. Voll der Pinguin, tut mir so leid. Dem ist nur kalt. Nein, dem ist nicht kalt. Das ist es ja gerade. Ich wollte ihm Gefallen tun, mein Haus komplett aus Eis bauen, aber Sunil P hat gesagt, nö, das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Sonst haben wir Schneesturm die ganze Zeit in der Wohnung. Ja und? Wir haben hier Bilder und dann haben wir unsere Kisten.
Also Sortierung, keine Ahnung, ob das so wichtig ist für euch. Wir haben einfach irgendwas sortiert, wonach man ein bisschen sortieren kann. Ich bin einmal jetzt drüber gegangen. Falls ihr das irgendwie nachmachen wollt, könnt ihr das machen. Wir haben noch auf jeden Fall Platz für viele weitere Kisten. Da haben wir uns leicht verschätzt. So. Und was wir auf jeden Fall machen wollten jetzt in dieser Folge, wir wollten eine fliegende Insel suchen. Das Lustige ist, dass normalerweise dauert sowas immer echt lange und ist echt nervig. Und wir hatten so einen Lack einfach nur, oder sage ich mal, Schan hatte so einen Lack, die hat hier hochgebaut und wollte ihn nur schon mal vorbereiten. Ja, und dann haben wir schon eine fliegende Insel gefunden. Hast du schon ausgeraubt alles? Nein, das sollst du ja zeigen, was da so drin ist. Also hier ist jetzt auf jeden Fall ein Lucky Shiny Red Balloon drin. Genau, den wollte ich mir erst klauen, aber dann dachte ich, das kommt nicht gut für die Folge. Schade, ich dachte eigentlich, dass hier der Horseshoe drin ist, weil das Einzige, was wir jetzt gebrauchen könnten, wäre ein Horseshoe. Ja gut, dann gibst du mir aber bitte den Ballon. Ja, ja, dann kannst du schon mal höher springen, schon mal gut. Mal gucken, was hier ist. So, bei Shana war gerade voll die Action, deswegen haben wir jetzt einfach kurz geschnitten. Hier ist nichts Wichtiges passiert. In der Zeit nein. Also alles gut. Ich baue hier weiter nur nach links. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Genau, und ich gucke weiter, dass ich hier nicht sterbe. Nein! Ach, gut, dass man noch hier. Aber die Harpchen, die sind so nervig. Ja, aber das heißt, du bist auf der richtigen Höhe, das ist schon mal gut. Ich werde jetzt mal gucken, was wir hier aus Meteoriten herkriegen. Wie wäre es, wenn du mir helfen kommen? Nein, ich guck, was ich aus Meteoritenzeug herkriege. Achso, ja, das wäre gut, weil du kriegst nämlich dann auch eine neue Rüstung, das weiß ich zufälligerweise schon. Wenn du ein paar Federn unten findest. So, ist hier ist eine Space Gun. Ups. Die baue ich schon mal. Ja, die ist ganz cool. Was hatten so deine jetzige Sachen so als Schaden? Als Abwehr meinst du? Schaden. Deine jetzigen Waffen meine ich. Achso. Next. 10 Magic Damage. Die ist cool. Das ist der Wildhorn. Halt. Aber dann zieht er ja immer wieder ab, ne? 10 Magic Damage. Ja gut, den würde ich ja für Nahkampf immer behalten. Der ist ja richtig gut sogar. Ich habe ja auch noch ein Schwert, das ist 18 Nahkampfschaden. Der Bomo-Ranger. Ach, Bomo-Ranger. Der Bumerang hat 19 Schaden. Ich meine nur wegen Magic jetzt, weil ich habe hier eine Waffe jetzt gebaut für dich, der 23. Ja, okay. Und schießt total schnell. Deswegen. Ich bin immer noch nicht so gekommen, meinen Ballon auszurüsten. Mach das ruhig, das ist. Ja, ich werde hier aber immer einfach angegriffen, weil ich muss gucken, als was ich jetzt ersetze. Ich glaube den Kompass, den brauche ich ja auch nur in der Tasche haben, ne? War das so? Ja. Ja, ja. Gut. Ausrüsten musst du die sowieso nicht. Ich habe ja auch 5 Sachen, deswegen habe ich mir gedacht, gut ist, wenn du auch 5 hast. Ach, wie süß, jetzt habe ich einen Ballon in der Hand. Echt? Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Ich hatte den. Ich habe den immer gekriegt, wenn es schon zu spät ist. Wenn man es nicht mehr braucht, wenn man Flügel hat oder so. Ich komme dann vorbei, weil dann kann ich dir die Rüstung geben. Außerdem eine neue Ham-Axe. Also ein Hammer und eine Axt in 1. Und das hier. Schieß den kaputt! Jetzt habe ich keine Magie mehr. Lass mich in Ruhe. Muss man stehen bleiben. Ist ja schlecht. Ich habe auch die ganze Zeit extra geschossen, damit ich. Na, du weißt schon. So, jetzt lad mein auf, ich will mal gucken, wenn jetzt noch einer kommt. Das sieht cool aus, was er da. Ah, die hat keinen Rückstoß, das ist ein bisschen Nachteil, aber naja, hier. Stark ist sie trotzdem. Vor allem, wenn du dann die Rüstung dabei anhast. Mit noch mehr Schaden. Bäm! Ich habe eine andere Knarre. Achso, hier ist auch noch die Ham-Axe, dann brauchst du keinen Hammer und keine Axt mehr. Das ist im Moment die beste, zumindest für mich war es jetzt die beste mit 100% vor allen Dingen Axt-Power. Ich brauche kein Magic. Ich verbrauche kein Mana. War das? Mit der Rüstung? Ja, genau.
Ah, das ist natürlich richtig cool. Hier, du kannst das nimmst du das mal bitte mit. Was denn? Schmeiß mir den Nacken. Bäh! Achso, Rüstung. Ja gut. Kommt noch ein bisschen. Warte. Mach ruhig. The Break. Und Axt, hast du gesagt, ne? Ja. So. Genau. Die hat 60% Axt und die hat jetzt 100, die du jetzt hast. Und die 55% Hammer haben wir auf 60% Hammer Schaden gemacht. Das ist gut. Gut. Noch was? Nein, nein. Gut. Alles gut. Hab ich jetzt. So. Also wir haben zumindest schon mal das erste Ding hier gefunden. Das ist ja schon mal cool. Ich baue das mal weiter ab. Kann man alles irgendwie gebrauchen. Für so ein cooles Haus. So wie die Regenclouds hier. Ist immer wieder lustig, so ein Haus aus denen zu bauen. Oder zumindest so ein Obergeschoss, wo es dann regnet. Das mache ich sowieso immer. Immer. Ja, deswegen. Deswegen hole ich das mal mit. Also das nehme ich mit. Du kannst ja gucken, vielleicht hast du Glück und findest noch einen. Das wäre jetzt natürlich richtig cool. Ich bin ja schon dabei. Da gibt es ja auch noch andere Techniken. Wir haben jetzt leider noch keine coole Waffe dazu. Aber es gibt halt, ne, verschiedene Waffen, mit denen man das sehr einfach dann finden kann. Aber die müssen wir erst haben. Oder zumindest bauen. Ich weiß auch nicht, es gibt mehrere eigentlich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, da ranzukommen. Aber eine weiß ich, die kriegen wir bei der World of Flash, wenn ich mich recht erinnere. Oh, hier ist Schlussverkauf. Na, hier ist, kommen jede 2 Meter 4 Harpien. Das gibt's gar nicht. Ja, das ist natürlich nervig, wenn man alleine da oben ist, ne? Etwas? Ach, jetzt ist hier strahlender Sonnenschein, weil ich die Regenwolken abgebaut habe. Das liegt nicht an den Regenwolken. Hat einfach aufgehört zu regnen, ne? Ja, weil ich die Regenwolken abgebaut habe. Mhm. Ja, liebe Zuschauer, das funktioniert so einfach nicht. Glaubt Ihnen doch, das nicht. In echt gehe ich auch Regenwolken abbauen, wenn es regnet. Ja, wenn das so leicht ist, mache ich das auch gerne. Komm, mach schneller. Abbauen dauert bei dem Spiel immer relativ lang. Ne? Das ist halt das, was so die Zeit ausmacht, wenn man dann 400 Spielstunden hat. Dann hat man viel Zeit investiert in Bauen und Abbauen. Nein! Und in Sterben. Stirb nicht. Oh, Gott sei Dank. Da ich noch so ein Schissi bin... Dann dauert das alles länger hier oben. Ja, ich könnte ja zur Hilfe kommen, ne, und helfen, aber wen interessiert denn das, was bei dir passiert? Sehr viele Zuschauer. Ich brauche sowieso gleich Holz, also wenn er das mitbringt, wäre ich happy. Ich habe jetzt gerade eben das Haus hier abgebaut. So, und wo bin ich denn eigentlich gerade? Band noch. Ich dachte, ich bin schon voll weit, ey, und dann sehe ich gerade. Ja, das dauert echt lange, leider. Ich habe mich echt nicht entfernt. Brauche ich sowas? Aber bis jetzt noch keine weitere Insel. Traurig. Das Schlimme ist, dass sie auch in der Höhe ja unterschiedlich sein können. Aber du, wenn sie unter dir ist, müsstest du es auf jeden Fall sehen, weil so tief kommen die nicht. Und über dir, dann müsstest du zwischendurch mal einfach springen und gucken, ob du den Regen siehst, den Anfang von den Regenwolken. Ich meine, das kann ich jetzt vielleicht mal kurz machen. Ja, aber du springst auf jeden Fall höher. Und krepier dann beim Runterfallen. Das wäre nicht mein Problem. Nö. So, hier habe ich gerade noch Erz gefunden. Nimm ab, wenn man lebt. Das gucke ich noch einmal. Warum nimmst du das mit? Weil ich es kann. Also wenn es gleich regnet, habe ich ja zum Glück einen Regenschirm bei mir. Wie schaut's bei dir aus? Bei mir nicht. Ich habe einen Ninja-Hut. Das reicht. Das schützt da nicht vor Regen. Scheiße, scheiße, scheiße. Los. Blöde Harpien immer, ne? Die einfach einen auf den Nudel gehen. Aua. Ich kann ein bisschen mit Pfeile schießen. Die sind nämlich stark. Und die kommen wieder. Ja, gehen aber meistens kaputt.
Oder mit so einem Sniper-Gewehr hier. Naja, ist kein Sniper, aber ist es sozusagen die erste richtig coole Waffe, die schön schnell schießt. Hattest du jetzt was gefunden? Nein, ne? Nein. Leider nicht. Die können leider auch noch ziemlich hoch sein. Naja, spätestens im Hard-Modus finden wir die Sachen, nur dann ist es halt so, wir brauchen die Sachen dann nicht mehr. Obwohl, ich glaube, den Horseshoe braucht man trotzdem noch. Einfach nur für meine richtig coole Rüstung später. Okay, Bogen, komm. Pfeile brauchen immer so lange zum Fliegen. Ich fange ne. Ey, der ist durchgegangen. Was für ein unfairer Pfeil. Ich wäre jetzt hinterher gesprungen, aber ich weiß, ich werde sterben, wenn ich da runterspringe. Ja, das könnte passieren. Oder du hast Glück und fällst in irgendeiner Wasserpfütze. Ja, so viel Glück wirst du niemals haben. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nach Hause. Ich meine, gut, dass das zählt, ne? Der ist einfach durchgegangen unten. Das war nicht gesund, was ich da gemacht habe. Deswegen bleibt man auch von dem Falltasten weg. Oder wer? Nein, ich habe ihn da unten gemacht. Ich habe mich mit dem Ding da hingehangen. Und wenn man sich da hinhängt... Du kannst dich doch am Platten gar nicht hinhängen. Genau, das geht nämlich nicht. Ich habe mich aber an dem Stück Holz von der Seite festgehangen oder so. Hast du jetzt eigentlich Holz mitgebracht gehabt? Nö. Das liegt aber auch daran, dass du mein Holz alles hattest. Also ich habe aber schon wieder was in der Tasche. Hast du mir das gegeben? Ich habe dir keine was gegeben. Ich habe auch nichts aus der Kiste rausgenommen, ne? Achso, dann muss ich das jetzt wieder mitnehmen, weil ich habe da voll viel reingepackt für dich. Naja, voll viel. So 300 oder so, oder 200. Ey, lass mich in Ruhe. Rapien! Na, 200. Ich komme! Ich bin unterwegs! Wobei ich sagen muss, oder sagen würde, die fliegenden Inseln versuchen wir offscreen noch ein bisschen zu finden. Das ist nämlich gar nicht so leicht, das kann manchmal echt... Ich bin tot. Fast. Das kann echt lange dauern. Ach ja, Entschuldigung, aber das finde ich lustig. Ja, mindestens einer findet das lustig. Ja. Rapien! Schießen! Mit Eis, Pickel. Na, auf jeden Fall würde ich sagen, das versuchen wir offscreen ein bisschen zu machen. Das kann echt zeitintensiv sein. Die Sachen wären cool. In der nächsten Folge machen wir was anderes Schönes. Scheiße, auf die. Ah, mir ist fast ein Stern auf den Kopf gefallen. Gut, dass die uns nicht töten. Das wäre echt übertrieben. Ich bringe noch Holz vorbei und dann würde ich sagen, wir suchen die Offscreen. Versuchen noch so ein bisschen links, ein bisschen rechts. Hey, hier steckt jemand. Ach, dein Slime hat alles kaputt gemacht. So ist richtig. Der Slime mit Hammer. So, ich schmeiß dir einfach mal Holz in den Nacken. Hier ist auch sofort Platten. So. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Terraria. Ciao. Ciao.